Ja? Wunderschön. Das ist wunderschön. Also da fehlen mir eigentlich auch fast die Worte und eigentlich wollte ich nur gucken, aber ich habe hier jetzt Jasmin neben mir. Jasmin ist die Chefin. Mein Ernst, Jasmin. Ich meine, das sieht ja toll aus. Glückwunsch und Respekt. Aber es wird ganz schön kalt, oder? Nein, die Mädels tanzen so viel, dass ihnen gar nicht kalt werden kann. Ehrlich? Ja, sie heizen den Publikum an und sich selber auch. Gibt es denn so ein paar Schritte, die ich jetzt auf die Schnelle mal lernen kann? Bitte Na, nicht. Das typische Cheerleader-Klatschen kriegst du hin. Ehrlich, was denn zum Beispiel? Na, das ist dieses Hi-Vi. Wie? Hi-Vi. Hi-Vi. Hi-Vi, ein V. Hi-Vi, also so. Und? Das ist sehr gut. Und was noch? Ich glaube, mit dem Tanzen, das müssten wir privat üben. Ach ja, ja, ja. Gute Idee, gute Idee. So, man kann euch buchen, ne? Genau, man kann uns buchen einfach auf www.galacticdancers.de, auf unsere Homepage schauen und da ist alles, alle Infos. Jetzt haben wir tatsächlich Werbung gemacht. Genau. Danke, hello! Sag mal. Und sag, wir gucken uns noch mal ein bisschen genauer an, ja, oder? Darf ich noch was fragen mit dem Hi-Vi? Hi-Vi, mit ja. dem Hi-Vi, das können wir alle. Da könnten wir alle bei denen mitmachen. Ivy, ja, man, sagt man ja auch hier in Frankfurt, Ivy. I go to wie. Und das kann man, die kann man jetzt buchen. Kann man auch sich einzelne aussuchen? Roberto. Ne, ich würde ja gerne eine nach der anderen buchen. Also, nein. Im Seniorenstift. Also ich hätte noch mal einen Verbesserungsvorschlag. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie viele Leute stehen hier? 10.000 auf dem Römerberg. Wir haben 4 Klohäuschen. Ja. Das ist zu wenig. Nein, ihr habt auch auf der anderen Seite. Ach so. Das ist halt räumlich getrennt. Die Toilettenhäuschen hier auf dieser Seite sollte ja nur für uns und für die Bediensteten, also für die Kameraleute. Für unsere Bediensteten, bitte. Das hören Sie alle gerne. Wir müssen noch was über die Schnauzer jetzt sagen. Ach, die Schnauzer sind da? Ja, ja. Die hier, die sind aus Rödelheim. Ich sage.